Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Endral. Und ja, wir sind jetzt hier bei Felsbruch, was bedeutet, dass wir auf dem Weg kurz vor die Pulverwüste sind. Ich habe ja gesagt, ich bin hierhin gelaufen. Ja, und ja, wir werden heute dementsprechend. Das kommt noch. Wir werden heute dementsprechend den ersten Teil wahrscheinlich dieser Wüste hier machen. Diesen hier. Dann vermutlich den Westteil und dann den Ostteil. Also drei Folgen. Das mache ich dann, wenn ich vier bin. Vielleicht mit TCR gehe ich einfach hier rüber. Das ist ja dann nichts. Und dann haben wir da schon den größten Teil. Und dann kommen nochmal vermutlich zwei oder ne, drei Folgen hier. Oder vier. Also wir es wirklich in 20 durch haben. Aber vielleicht schaffen wir auch die ganze Wüste hier hinein. Ich weiß es ja nicht. Oder in zwei Teilen. Keine Ahnung. Das kann man alles nicht vorher wissen vorher. Was ich aber weiß, ist, dass da gleich einer sterben wird. Na, wunderbar. Und zwar er. Oh, diese Wüstenmusik ist schön. Oh, hier ist ein Ambrosia. Warum liegt das denn hier rum? Die Wüste. Mein Lieblingsteil aus diesem Spiel. Neben Ark. Aber gut, Ark ist natürlich. Das ist halt unfair, Ark, ne? Das mit zu vergleichen. Hi. Ey. Was soll das denn? Na. Unfassbar. So, laufe ich hier richtig, jo. Ach, die Wüste ist so schön. Ich brauche was zu essen. Brot! Es sollen hier Gegner sein. Es sind sogar auch Gegner. Hallo. Hi. Warum stirbst du denn nicht? So. Perfekt. So, da sind zwei direkt voraus. Eine magische Symbol und ein Nice-Klaue. Warum werden mir die Wegestreuen-Pfeile angezeigt, obwohl ich ein Schwert in der Hand habe? Ich weiß es nicht. Da sehe ich die Eispranke schon. Und das magische Symbol auch. Aha. Hallo. Schick. So, wo geht's als nächstes hin? Ich will ja hier zack, zack, zack. Ich werde die Sachen alle sammeln. Okay, dann geht's da in diese Grabstätte. Also Grabstätte, diesmal im Sinne von Graben. Schwebt das? Ne, das schwebt gar nicht. Der Stollengruben oder Stehlen oder was auch immer für ein Gruben. Da möchte ich doch mal rein, oder? Ach, Seelengrund hier. Ich weiß nicht, ob da irgendetwas ist. Im besten Fall der Gegner. Im schlechtesten Falle keine Gegner. Ach ja, der Seelengrund. Das sind immer diese schönen Verzögerungen, die ich gerne mache.
Eieiei. So, alle weg. Es war schon kurz davor, dass ich dachte, eieiei, jetzt könnte aber was eng werden. Aber dann so am Ende, nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung, was das hier wieder bringt. Oh, hi. Wer bist du denn da links? Fürst der Verlorenen, okay. Ach, das waren diese super starken. So. Irgendwie ist die Höhle hier sehr, sehr, sehr gut dafür geeignet. Dass ich mit Bogen kämpfe. Hi. Huch. Na, na. So, was haben wir hier? Grabeshöhlen, okay. Dass die halt alle verwinkelt sind, ist halt das Problem, finde ich, die Höhlen. Dann dauert es immer da so lange. Ich meine, ja, ich darf mich nicht beschweren, weil. A, würde ich dann das Prinzip aus der letzten Folge widersprechen. Und B. Muss ich da ja auch gar nicht rein. So, stattdessen sollte ich mich lieber freuen, dass ich zweimal dieses Schwert habe. Alter. Nice. Oh, okay. Ja, gut. Nehmen wir mit Schwert einfach. Da ist eine Rune. Hi. Tachchen, gucken, was haben wir hier? Massive Truhe, Lehrling. Man musste halt wieder nichts machen, ne? Da unten sind noch welche, okay. Wie komme ich da hin? Ja, ich laufe durch die Ruine. Ich weiß. War auch ein bisschen in Absicht, wie ihr gesehen habt, vielleicht, ne? Möglicherweise. Oh, hi. Oh, ja. No Scope. Naja, eigentlich war es schon immer alles mit Vollscope, aber. Oh, Vollscope heißt es ja irgendwie nicht mehr. InScope. Scheiße. Das, ja. Ich sag dazu gar nichts. Ich sag da lieber gar nichts zu, das ist besser. Wenn hier so viele Höhlen sind, dann werden wir aber nicht die Wüste in einer Folge schaffen. Was ist das denn? Wieso sind die denn alle so riesig? Okay, die sehen mich nicht. Das ist natürlich nett.
Okay. Das war fix. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, was haben wir hier? Nichts. Okay, was haben wir hier? Ein Weg. Das ist natürlich gut. So. So, der ist auch tot. Eine Truhe habe ich jetzt eher nicht die Lust aufzumachen. Ein Magie-Diadem. Okay. Sonst aber nichts, ne? Es ist auch wieder so unfassbar viel hier einfach. Meine ganze Folge bin ich jetzt schon eigentlich in dieser Höhle. Machen wir eine überlänge Folge raus? So eine Stunde oder so? Ja, ne? Ich denke, das hört sich doch mal nach was an. So, aber das war ja irgendwie noch nicht alles. Geht ja hier noch weiter. Da hinten hin. So, den haben wir auch. Ja, komm, ich mache einfach, dass ich so eine Stunde oder so die Folge mache. Dann habe ich vielleicht die ganze Höhle in eins durch. Und dann hat die Sache sich auch gegessen, oder? So. Hi. Wie konntest du mich nicht sehen? Ich verstehe es nicht, aber das macht nichts. Aber ist mir richtig? Ist zur Hölle? Okay. Was ist hier? Aha. Oh, hi. Das ist eigentlich auch nur stark, der Bogen, wenn ich nicht entdeckt bin. Sonst ist der nicht stark. Oh, hi. Na. So. Aber nur ich darf mit Bögen schießen. Allein ist es nicht gestattet. Der verlorene Feuermagier. Moin. Wow! Was? Alter, was? Ich speichere doch oft. Wieso speichere ich denn jetzt nicht? Und nochmal hier durch. So. Nochmal das Ganze. Ich komme mir vor wie so ein alter Eremit. Aua. Ey. Müsste was essen, mal wieder langsam. Hier übrigens auch bei mir gab es heute Pizza. Pizza Quadrastagione. So, ich weiß, dass der gleich da aus
auferstehen wird aus Ruinen. Warum hat er jetzt dreimal schnell speichern gemacht? Tja, mit Vorbereitung ist wohl nicht mehr so viel, wie du wolltest. Hä? Alter, ich habe wieder so viele Sachen, die so viel Geld bringen und hier ist einfach gar nichts. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Dungeon. Wir haben jetzt beide Teile. Wie komme ich wieder raus? Okay, mit der Kette. Kriege ich auf die Kette, würde ich sagen. Hier, wo ging es hier nochmal raus? Hier. Dann hier. Dann eben bei der Markierung folgen, denke ich. Ja, 16 Minuten, ne? Meine Freunde, nur in diesem Dungeon-Gang. Es ist notwendig, dass wir diese überlange Folge machen. Und vielleicht noch so ein bisschen Speed draufhauen. Dann schaffen wir auch noch was. Nur deshalb sind wir doch da. Oh. Das wäre ja sogar der Unterdungeon nur davon. Na gut, hier geht es ja relativ simpel raus. Denke ich mal. Ich kann mich noch dran erinnern, ja. Als ob es zum ersten Mal die Höhle wäre. So. Pulver wischt. So. Also, wir ja weiter in dem Tempo machen. Hier unten. Also hier lang. Ah, meine Ohren. Das war ja auch so eine der schlimmsten. Laufe ich richtig? Ja. Eine der schlimmsten Sachen fand ich in dem. Hier? In dem 48-Stunden-Livestream, ne? Erzähle ich ja immer gerne wieder davon. Okay. Wenn das so ist, dann bist du befreit, würde ich sagen. Erzähle ich ja mal gern über meinen 48-Stunden-Livestream. Also ich habe den wirklich gemocht. Der war echt so eine. War nett. Das war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Also es gab viele. Das sind mal so Probleme, ja, von störender Natur, die halt echt unschön waren da. Natürlich primär der Schlaf, klar. Also bei einem 24-Stunden-Livestream ist schon immer schlecht, das mit dem Schlafen, aber es ist halt alles irgendwo machbar. Das ist gar kein Ding eigentlich. Aua, aua. Mich hat noch nie ein Myrader angegriffen. Was ist das denn? Also bist du hier noch so irgendwo so eine.
Eisklaue, Panke. Da. Hilfe. Au, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der stark. Heilige Scheiße, ist der stark. Ich werde es nicht überleben. Niemals werde ich das überleben. Ja, komm, ficken. Wie war dieses Ding, wo ich fast keinen Schaden bekommen kann? Ah ja, das, was ich anhabe, okay. Ja, fick dich doch einfach. Was ist das denn gerade mal wieder für eine Scheiße hier? Ich muss die Tränke nehmen. Ich muss einfach Tränke nehmen. Alter, das ist halt so unmöglich gerade. Und dann noch der Knochenreißer. Es ist halt wieder mal alles hier auf einem Fleck einfach plötzlich. Das ist so diese Unausgeglichenheit von diesem Fuck-Spiel einfach. Ich brauche einen Ausdauertrank, sonst kann ich nicht überleben. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Dieses Ding ist einfach zu OP. Sorry, was ist das denn? Wie kann denn eine Scheiße so OP sein? Nee. Also, ich muss wieder einen Trank trinken, weil ich ja wieder fast kaputt bin einfach. Ey. Wo ist er? Wo ist der? Wo ist der? Na, zum Glück habe ich echt genügend Pfeile. Das ist halt nicht das Ding. Ich muss ja noch einen Trank trinken. Weil der ist einfach zu stark, sorry. Da könnt ihr mir gerade sagen, was ihr wollt, der ist zu stark. Scheiß Kampfarena. Knochenreißer dabei. Und dann dieses Gift auf die Entfernung, das Ding bewegt sich einfach ständig. Das ist alles als gerecht. Und da fliegt er weg noch durch der Hure und so. Was soll das denn für eine Scheiße, Mann? Sorry, aber was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Willst du mich komplett verarschen oder so, du dreckige mistgeburtiger Hurensohn? Ey. Ne. Da, ey. Was soll der Scheiß? Was soll dieser Scheiß-Drecks-Scheiß, ey?
Ey. Das ist so. Sorry, aber was ist das denn für ein Drecksverein, der dieses Spiel programmiert hat, einfach von der Balance her? Ey, das ist doch unfassbar. Wie kann man denn so eine hurensöhnige Scheiße machen? Komm, das ist so ein typischer Entwickler von denen einfach. Was für eine Wichs-Scheiße. Jedes Mal muss man in diesem Spiel auch TCL einfach anmachen. Weil in solchen Fackspalten sowas ist. Es macht einfach null Bock. Ja, fick dich einfach. So, in die Old Desk Key. Da waren wir doch schon mal, oder? Das kommt mir so bekannt vor. Da ist ein magisches Symbol, okay. Ach, das ist die Mine mit dem Schiff? Das dürfte ja jetzt da nicht mehr sein, oder? Das Schiff. Ja, weg. Hier sieht zwar alles prinzipiell aus wie vorher, aber ist halt keiner mehr da. Wo ist jetzt das Symbol? Hier irgendwo. Gut, mein Spiel ist abgestürzt. Super Skyrim, super. Das ist ein so dreckiges Drecksgame manchmal. Ich überlege mir jetzt gerade nochmal mit der überlangen Überfolge. Nee, ich gehe aus der Höhle gleich raus und mach Folgenende. So, also, oder sammel die paar Dinger, die da direkt in umgehen, mal umgehen und mach Folgenende. Ey, das macht doch so keinen Bock mehr langsam. Das ist einfach so schlimm, dass in diesem Spiel diese Frustration einfach so schnell kommt. Weil das sind einfach so viele, das sind ja schöne Sachen alle, die haben, aber dieses Spiel bietet einfach so viel Raum für Frustration. Das ist halt einfach so schlimm. Und da kann halt, und das ist halt das Problem, da kann halt eine schöne Umgebung auch nichts mehr besser reden. So, ich sammle noch gleich die Eispranke direkt da draußen ein und dann ist das auch. Das riecht so auf. Da habe ich dann echt null Bock. Das ist halt einfach so schade, weil das Spiel ja nicht komplett scheiße ist. Aber es macht halt so viele Erlebnisse, wo du einfach so sagst, ey, was soll die Scheiße von euch? Wirklich. Das ist so traurig. Es hätte man einfach weglassen können oder ein bisschen nach unten schrauben müssen.
Aber nein, wir wollen einfach Hurensöhne sein. Weißt du, ich verstehe es nicht. Wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen. Und jetzt kommt der Hurensohn dahin zurück. Das ist so... Das ist genau diese Scheiße, die ich gemeint habe. Die einfach lassen können. Wenn der schon so hurensöhnig wegläuft, dann soll er auch wegbleiben. Oder hier, du lässt einfach... Machst einfach nur einen Knochenreißer an so eine Position. Nein, sie sollen ja bitte gleichzeitig zwei angreifen, dass du möglichst keine Chance hast. Sorry, aber Leute, ihr macht einfach alles falsch irgendwie. Also echt, das Balancing, ihr hättet das anderen Leuten überlassen müssen. Das ist einfach kriminell schlecht, was ihr da gerissen habt. So, aber ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich weiß nicht, was ich in der nächsten Folge dann mache. Tschüss.